Gehfrei Lauflernwagen, macht das Sinn? Mein Name ist Dr. Rolf Gehler, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Osteopath und Kinderosteopath. Immer wieder stelle ich fest, dass Kinder nicht oder dass man versucht, die Kinder beim Laufenlernen zu unterstützen. An sich ist das ja nicht schlimm. Wichtig ist erstmal, dass die Kinder krabbeln können. Krabbeln ist im Vergleich zum Laufen eine deutlich motorisch hochwertigere Abfolge, die zu leisten ist. Ich sage den Eltern immer, krabbeln Sie mal eine Runde um den Küchentisch und laufen Sie mal eine Runde um den Küchentisch und sagen Sie mir dann, was anstrengender ist. Ja, das Krabbeln ist anstrengender, weil es ist eine kreuzkoordinierte Bewegung, wo ich die Arm- und Beinbewegung miteinander koordinieren muss. Diese kreuzkoordinierten Bewegungen verursachen im Gehirn eine Vernetzung, eine bessere Vernetzung der Hirnhälften. Außerdem, wenn das Kind laufen lernt und trainiert, übt es sein Gleichgewichtssystem, was ich natürlich dann auch wieder brauche, um mein Gleichgewicht zu halten. Außerdem übe ich dadurch, wie ich mich fortbewegen muss und aber auch, wie ich fallen muss. Zum Beispiel, dass ich auf den Po falle und nicht umfalle wie ein gefällter Baum und dann ungünstigsterweise vielleicht sogar mit dem Kopf auf harte Gegenstände aufschlage. Deswegen sind Materialien, die das Laufenlernen unterstützen, wie ein Gehfrei oder wie ein Lauflernwagen, abzulehnen. Wenn das Kind hingeht und in der Küche sich einen Stuhl nimmt und den dann durch die Küche schiebt, ja, um das als Gleichgewichtshilfe zu benutzen, okay, dann ist das so. Ich würde aber dringend davon abraten, dem Kind einen Lauflernwagen oder sogar noch einen Gehfrei zu holen, weil mit diesen Materialien lernt das Kind das Laufen nicht gescheit, das Gleichgewichtssystem wird nicht unterstützt und es kann zu schweren Stürzen kommen, wenn die Kinder das nicht geübt haben, wie man zu fallen hat. Was auch nicht besonders günstig ist, obwohl die Kinder das häufig wollen, ist, den Kindern seine Finger zu reichen, sodass die Kinder da anfassen können und dann durch die ganze Wohnung zu laufen und mit dem Kind so laufen zu üben. Lassen Sie Ihr Kind alleine, er soll das selber lernen. Ja, dieses Laufen durch die Gegend ist erstens nicht gut für den Rücken des Erwachsenen und zweitens unterstützen Sie damit die Reifung des Gleichgewichtssystems ebenso wenig. Das Beste ist immer, zumindest aus schulmedizinischer Sicht, den natürlichen Verlauf der kindlichen motorischen Abfolge abzuwarten. Wenn es Probleme gibt oder das Kind im Vergleich zu anderen Kindern deutlich mit der Motorik hinterher ist, konsultieren Sie bitte jemanden, der davon Ahnung hat, zum Beispiel den Kinderarzt oder die Kinderärztin. Und dann muss man gemeinsam überlegen, was könnte die Ursache sein und wie kann ich dem Kind am besten helfen.